1980. Zwei Staaten im geheimen Cyberkrieg. Unbemerkt von der Öffentlichkeit. Die Sowjetunion baut an der transsibirischen Gaspipeline. Doch ihr fehlt die nötige Technologie, um sie sicher in Betrieb zu nehmen. Also beschließt der KGB, sie zu stehlen. Sehr zur Freude der CIA. Mithilfe eines russischen Agenten, Deckname Farewell, jubelt sie den Sowjets Schadsoftware unter, um das Kontrollsystem der Pipeline zu sabotieren. Mit der Fertigstellung der Pipeline ist die Software installiert. April 1982. Eine heftige Detonation erschüttert die sibirische Wildnis. Es ist die größte nicht-atomare Explosion, die durch Menschenhand verursacht wurde. Große Teile der Pipeline werden zerstört. Der Erdgasfluss ist gekappt. Die Sowjetunion verliert nicht nur Milliarden Dollar, sondern auch die Kontrolle über den europäischen Energiemarkt. Die US-Regierung hüllt sich in Schweigen. 3 Jahre später wird Agent Farewell hingerichtet. So ein Cyberangriff kommt leider ohne Absender. Wird ein Land bombardiert, ist der Sprengkörper wie ein Fingerabdruck. Bei Cyberwaffen ist es leider anders. Es rechnet ja niemand ernsthaft mit einem Angriff. Wenn es dann passiert, ist es möglicherweise längst zu spät. Still und heimlich hat das Zeitalter der Cyberkriege begonnen. Hinter jedem Computer könnte ein Feind lauern. Die digitalen Netzwerke, auf die wir uns blind stützen, sind zu Waffen mutiert. Bits und Bytes sind die Soldaten unserer Zeit. Ihre Armeen und Waffen fordern immer neue Opfer. Gäbe es eine Liste von Ländern, die besonders anfällig für einen Cyberangriff sind, stünde der kleine baltische Staat Estland ganz weit oben. Als erstes Land der Welt führte Estland Online-Wahlen durch. 97% der Bankgeschäfte werden hier per Internet abgewickelt. Und ein Highspeed-Internetzugang gilt als Grundrecht. Schon zu Beginn der IT-Revolution haben wir versucht, die meisten Behördengänge online anzubieten. Dadurch konnten wir viele Länder hinter uns lassen, die als besonders fortschrittlich und hochentwickelt gelten. Verglichen mit uns allerdings wirken sie heute fast primitiv. . 2007 wurde Estland Opfer eines massiven Cyberangriffs. Regierung, Bankwesen und Medien waren kurz vor dem Kollaps. Die Dimension dieses Angriffs übertraf alles bisher Dagewesene. Und seine Wurzeln liegen in Estlands Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs vertrieben die Sowjets die Nazis aus Estland und besetzten das Land. Hätten sie nur die Deutschen rausgeschmissen? Wunderbar. Aber sie blieben und das war alles andere als gut. Die Sowjetführung siedelte Hunderttausende Russen in Estland an.
Sogleich errichteten sie in der Hauptstadt ein Denkmal für ihre Kameraden, die im Kampf gegen die Nazis gefallen waren. Für die russischen Neubürger in Estland war dies ein Akt des Patriotismus. Für die Esten ein geschmackloses Symbol der Besatzung und Unterdrückung. ...1991 zerfiel der Ostblock. Estland war wieder frei. Aber natürlich lebten immer noch hunderttausende Russen im Land. 2007 beschloss die estnische Regierung, den sowjetischen Bronzesoldaten aus dem Stadtzentrum auf einen nahegelegenen Militärfriedhof zu verlegen. Die Ankündigung sorgte bei den verbliebenen Russen für Empörung. Aufgestachelt durch Propaganda aus Moskau machten sie ihrem Unmut gewaltsam Luft. Es waren Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende. Überall war Polizei. Es gab Krawalle, Straßenkämpfe und eingeschlagene Schaufenster. Am Morgen des 27. April war der Bronzesoldat plötzlich verschwunden. Die Polizei hatte ihn über Nacht versetzt, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Um exakt 9.42 Uhr an diesem Morgen geschahen dann seltsame Dinge. Regierungswebsites waren nicht mehr erreichbar. Und kein Online-Banking mehr möglich. Das war ein Cyberangriff. Die Menschen wollten wissen, was los ist, aber die Nachrichtenportale funktionierten nicht mehr. Keine Chance zu erfahren, was los war. Es war hier jedem sofort klar, dass etwas nicht stimmte. Überall hieß es, hast du schon davon gehört? Was ist los? Estland wurde Opfer einer sogenannten DDoS-Attacke, auch verteilte Dienstblockade genannt. Dabei griff ein Netzwerk von Computern die Hauptserver in Estland an und bombardierte diese mit Anfragen, bis sie zusammenbrachen. Die Wut auf der Straße fand ihr Echo in einem zerstörerischen Cyberangriff. Das geht weit über die Machenschaften von gewöhnlichen Kriminellen hinaus. In den folgenden zwei Wochen wurden die Cyberangriffe immer heftiger. Wurden die Server anfangs mit 1000 Informationspaketen pro Stunde bombardiert, waren es am 9. Mai schon 4 Millionen pro Sekunde. Estland war von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab keine Nachrichten, kaum Finanztransaktionen und die Behörden waren lahmgelegt. Und das nur wegen einer Statue. Wir Russen sind nun mal sehr emotional. Wenn die Esten sich an etwas vergreifen, das uns heilig ist, können wir nicht tatenlos zusehen. Wenn zum Beispiel jemand auf das Grab meiner Mutter pinkeln würde, ich würde ihm die Kehle aufschlitzen. Ganz einfach. Wie du mir, so ich dir. Bis heute ist unklar, wer hinter dem Angriff auf Estland steckt. Doch selbst wenn wir es wüssten, was wären die Konsequenzen? Welche Regeln gelten im Cyberkrieg? Bislang folgten Kriege immer dem gleichen Muster und wurden mit Bomben oder Panzergranaten geführt. Wurde jemand bombardiert, dann gab es einen Gegenschlag. Doch im Cyberkrieg bleibt der Gegner unerkannt. Vielleicht ahnt man, wer dahinter steckt, aber es fehlen die Beweise. Bis heute können wir nicht beweisen, wer das damals getan hat.
Was sollen wir tun? Welche Antwort wäre angemessen? Dieser Krieg hat andere Gesetze. In diesem Krieg gibt es keine Soldaten, Generäle oder Regierungen. Im Prinzip sind wir alle Soldaten, denn jeder von uns ist unmittelbar betroffen. Möglicherweise steckten einzelne Hacker hinter dem Angriff auf Estland. Wahrscheinlicher ist, sie waren Teil eines Netzwerks. Vielleicht hatte auch ein Staat seine Finger im Spiel. Oder aber auch nicht. Fakt ist, dass das Internet damit zum ersten Mal als Waffe benutzt wurde, um eine ganze Nation lahmzulegen. Ein Klick auf die falsche Mail und Ihr Rechner ist infiziert. Ein Klick auf den vermeintlich sicheren Anhang eines Bekannten und Ihr Rechner ist infiziert. Selbst Spenden-Websites für die Opfer von Naturkatastrophen können zur Falle werden. Wenn es eine Sicherheitslücke in Ihrem Computersystem gibt, hat sie schon jemand entdeckt und genutzt. Oder er arbeitet daran. Unsere Netzwerke stehen unter Dauerfeuer. Hacker nutzen Schadprogramme, auch Malware genannt, um Passwörter und Zugangsdaten auszulesen und Computer zu infizieren. Die Verteidigungslinie dieser Schlacht befindet sich in Räumen wie diesen, wo Spezialisten Tausende von Codes nach bösartigem Spam, Computerwürmern, Viren und Botnets durchstöbern. Wir bekommen etwa 55.000 Meldungen über Schadprogramme am Tag. Vor 6 Jahren waren es gerade mal 200 bis 300. 2010 gab es sehr viel Schadspam, insgesamt etwa 6,4%. Einer der heimtückischsten und virulentesten Schädlinge überhaupt ist das Botnet. Botnets sind wie Armeen. A single bot is just a robot. It's a small piece of code. Ein einzelner Bot ist nur ein kleiner Code, der im befallenen Computer immer wieder dieselbe Aktion ausführt. Diese Bots werden von einem Botmaster kontrolliert. Ich kann meinen Bots zum Beispiel befehlen, Datenpakete an eine bestimmte Adresse zu versenden. Das ist dann eine verteilte Dienstblockade. Oder sie sollen eine E-Mail-Adresse mit Spam-Mails fluten. Wir haben eine Art Bot-Farm, einen infizierten Computer, auf dem wir die Aktivität einiger Spam-Bots verfolgen können. Und wir können sehen, wann sie aktiv sind. Dieser Rechner lädt etwas aus dem Internet herunter und führt es dann aus. Der Computer wird dadurch Teil eines sogenannten Zombie-Botnets und kann für kriminelle Machenschaften benutzt werden. Der eigene Rechner verschickt dann Spam und späht Freunde aus. Auch der Angriff auf Estland erfolgte über ein Botnet. Hunderttausende solcher Zombie-Botnet-PCs lockten sich in die Websites von Banken, Medienunternehmen und Behörden ein. Die attackierten Websites konnten der plötzlichen Belastung nicht standhalten und brachen zusammen. Vielleicht war sogar Ihr höchsteigener Computer am Cyberangriff auf Estland beteiligt.
Immer mehr Menschen sind heutzutage miteinander vernetzt. Aber ohne effektiven Schutz sind ihre Computer leichte Beute für Hacker und andere Kriminelle. Vielleicht sind die Rechner längst Teil einer Botnet-Armee. Vielleicht hat sich aber auch ein Terrorist im System eingenistet. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Im Prinzip kann man die heutige Situation mit dem Wilden Westen des 18. Jahrhunderts vergleichen, als jeder selbst für seine Sicherheit sorgen musste. Der Cyberspace ist im Grunde auch eine Wildnis, zwar eine vom Menschen geschaffene, aber dennoch faszinierend und schön und vor allem verdammt gefährlich. Um in dem Wildwestbild zu bleiben, jeder ist für seine eigene Sicherheit verantwortlich. A Miami man and two unidentified computer hackers have been indicted for allegedly stealing at least 130 million credit and debit card numbers. The Justice Department says it's the largest prosecution. Über das Internet lässt sich nicht nur Schadsoftware transportieren, sondern auch sehr viel Geld einheimsen. Organisierte Kriminelle haben im Cyberspace innerhalb eines Jahres Milliarden von Dollar erbeutet. Das ist eine faszinierende Welt. Zu manchen Websites hat man nur Zugang, wenn man dort bekannt ist. Manche Websites sind wie ein exklusiver Club mit Gesichtskontrolle. Dahinter verbirgt sich dann ein Schwarzmarkt mit unglaublichen Programmen. Vor 15 Jahren hatten so etwas nur die Geheimdienste. Jetzt bekommt man alles auf dem Schwarzmarkt. Du gehst einfach zu Google. Sagen wir mal, ich will Daten von Kreditkarten. Der erste Treffer auf der Liste bietet genau solche Daten zum Kauf an. Das ganze Programm, inklusive Sicherheitscodes. Heutzutage reicht es völlig, sich mit Suchmaschinen auszukennen, um an die gewünschten Infos zu kommen. Man muss weder Bots programmieren noch Spam verschicken können. Man muss nur wissen, welcher Suchbegriff einen auf die richtige Seite führt. Webseiten mit Anleitung zum Passwortklau. Phishing-Sites, die anderen die Identität rauben. Cybergangster verfügen über perfide Mittel und Wege, um zu bekommen, was sie wollen. Das muss man diesen Gangstern schon zugestehen. Sie sind verdammt gut darin, das Suchverhalten der Leute zu analysieren, um sie dann in eine maßgeschneiderte Webfalle zu locken. Nach einem Erdbeben oder Großbrand entstehen auf der Stelle neue Phishing-Sites, wie von selbst. Vor einigen Jahren wurde bei den MTV Music Awards erstmals der Trailer zu New Moon gezeigt. Am nächsten Tag gab es etliche infizierte New Moon-Dateien, weil klar war, dass die Leute das massenhaft anklicken würden. In den 90ern merkte man immer sofort, wenn der Computer infiziert war. Aber jetzt spielt sich alles im Verborgenen ab. Wenn du kein Profi bist und weißt, worauf du achten musst, checkst du es nicht. Es ist wie beim Schach, es geht Zug um Zug. Entwickeln wir eine neue Technologie, entwickeln sie einen Weg drumherum. Rüsten wir nach, hebeln sie das wieder aus. Hier sehen wir eine Übersicht über das aktuelle Internet mit insgesamt 25 bis 30 Seiten. Das Internet wurde ursprünglich vom Verteidigungsministerium entwickelt, damit man im Falle eines Atomkrieges ein funktionierendes Kommunikationsmedium hatte. Die Sicherheit war sekundär, es ging nur darum, weitermachen zu können. Eigentlich für die Regierung entwickelt, profitieren jetzt alle vom Internet. There's a revolution going on in rec rooms, offices and classrooms around the world. A revolution in which 15 million people are taking part.
They're sharing scientific data, arguing philosophy, or passing on cooking tips and gossip night and day through a computer network called Internet. And then there was a big boom with Internet. Dann kam der Internetboom. Jeder konnte immer mehr Netzwerke nutzen. Das Sicherheitskonzept blieb allerdings das gleiche. Es gab keins. Die Menschen lieben das Internet und laden alles mögliche Zeugs hoch. Informationen, Daten über Waffen, Pläne, Hobbys. Sie stellen alles ins Netz, aber sie sichern ihre Daten nicht. Das Internet und seine Möglichkeiten wachsen rasant. Doch die Sicherheit bleibt auf der Strecke. Die Menschen denken zuerst mal an Funktionalität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Und die Regierenden denken zuerst an die Besteuerung, dann an die Sicherheit. Die kommt immer ganz zum Schluss. Das Fundament unserer Gesellschaft, das, was uns zusammenhält, uns Wohlstand und Macht verleiht, ist auch eine Gefahr. Unsere leichtfertige Verbindung zum Cyberspace. Wenn wir nicht endlich die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, steuern wir geradewegs in die Katastrophe. Nichts und niemand ist unverwundbar, außer man ist tot oder aus Stein. Was soll's, so ist das nun mal, so ist das Leben. Wir leben in einer vollautomatisierten Welt. Und genau das ist unser Schwachpunkt. Das ganze Leben wird heute von industriellen Kontrollsystemen gesteuert. Ohne sie bräche alles zusammen. Kleine Kästchen, genannt speicherprogrammierbare Steuerungen, kurz SPS, sind mit größeren Netzwerken verbunden, den sogenannten SCADAs. Zusammen kontrollieren sie vieles, was wir im Alltag mit großer Selbstverständlichkeit nutzen. Kein Fahrstuhl würde ohne ein SPS funktionieren. Das gleiche gilt für Heizungen und Klimaanlagen. Auch Wasserwerke, Erdgaspipelines, Verkehrsampeln, Montagewerke und sogar Kraftwerke werden von SPS und SCADAs gesteuert. SCADA-Systeme kontrollieren Ventile oder Verschlusssysteme. Einige von denen sind Jahrzehnte alt. Sie laufen automatisch und halten unsere Infrastruktur am Laufen. Und hier wird es wirklich etwas unheimlich. Sagen wir mal, anstatt ein Ventil zu öffnen, wird es geschlossen. Zack. Das Rohr wird zu voll und platzt. Früher mussten wir uns wegen sowas keine Sorgen machen. Das firmeneigene Netzwerk wurde von irgendwelchen Computertypen in irgendwelchen Kellern programmiert. Ab heute wird alles über das Internet abgewickelt, weil es billiger und schneller ist. Und schon wieder gewinnt billig und schnell gegen sicher und zuverlässig. SCADA-Systeme sind unsicherer als die Computer der meisten privaten Internetnutzer. Sie laufen oft auf so alten Systemen, dass die Programme mit den neuen Sicherheitssystemen nicht kompatibel sind. Oft lässt sich nicht mal mehr ein Update durchführen. Das ist nicht wie bei einer neuen Windows-Version. Das Problem ist die Hardware. Die lässt sich nicht mehr verändern. Jeder Privatrechner ist wahrscheinlich besser geschützt. SCADA
SCADA-Systeme und SPS sind auch die Basis für unsere Stromversorgung. Würden sie sabotiert, wären die Folgen verheerend. Aber wie störanfällig sind sie wirklich? Die US-Heimatschutzbehörde führte dazu ein Experiment durch. Auf Geheiß der Behörden griffen einige Hacker einen Stromgenerator an. Sie manipulierten ihn über einen Laptop und der Generator zerstörte sich selbst. Die Einzelheiten sind geheim. Aber offenbar gelang es den Hackern, das Sicherheitssystem ohne Vorkenntnisse zu knacken und die Kontrolle über den Generator zu übernehmen. Kurz bevor der Generator in die Luft flog, brach man das Experiment ab. Es hatte eindeutig gezeigt, dass sie ihn problemlos zur Überhitzung bringen konnten. Wäre er am Stromnetz gewesen, wäre er hochgegangen. Das sogenannte Aurora-Experiment bewies, dass Computerprogramme unsere Infrastruktur manipulieren und zerstören können. Angriffe auf die Wasserversorgung, auf Stromnetze und Telefongesellschaften gehören seit mehr als 60 Jahren zu den militärischen Planspielen jeder Regierung. Aber jetzt gibt es noch eine ganz neue Spielart, per Cyberspace. Das kann nicht jeder, aber mit genug Geld und Internet-Cracks ist das machbar. Wir schätzen, dass es etwa ein halbes Dutzend Staaten gibt, die Cyberwaffen haben und sie bei Bedarf einsetzen könnten. Kein Bereich unseres Lebens ist mehr sicher. Strom, Nahrung, Wasser, Medikamente. Alles wird über Netzwerke gesteuert. Werden sie durch einen Angriff lahmgelegt, drohen uns Kälte, Dunkelheit, Krankheit und Hunger. Wir leben in einer konfliktreichen Zeit, in der sich vieles verändert hat. Früher rückten Armeen mühsam vorwärts. Das dauerte Wochen, Monate oder Jahre. Dann wurden Raketen entwickelt, die den nächsten Kontinent innerhalb von 30 Minuten erreichen konnten. Jetzt trennen die Kontinente nur noch 30 Millisekunden. 30 Millisekunden. Der Cyberterrorismus beschäftigt uns schon seit Anfang des Jahrtausends, aber wir wollten nicht darüber sprechen. Nicht in der Öffentlichkeit. Schließlich wollten wir niemanden auf dumme Ideen bringen. Umso überraschter war ich, als Stirb langsam 4.0 rauskam. Ich war schockiert. Auch wenn die Hälfte des Films blanker Unsinn ist, die andere Hälfte ist machbar. Ich brauchte einen Whisky, um den Film zu schauen. Nach 15 Minuten musste ich eine Zigarettenpause einlegen, um meiner Meinung über Hollywood Luft zu machen. Dann guckte ich weiter. Nach 15 Minuten brauchte ich noch einen Whisky und noch eine Zigarette. Ich dachte, was soll das? Ihr gebt den Gangstern hier eine Musteranleitung zum Cyberterrorismus.
Im Sommer 2010 entdeckten Spezialisten auf der ganzen Welt ein neues Schadprogramm, das als Stuxnet bekannt wurde. Angriffsziel und Ursprung waren unbekannt. Doch bei der Analyse des Programms stießen die Experten auf ein ausgeklügeltes, neuartiges Datenlabyrinth, das verheerende Schäden anrichten konnte. Einer meiner Mitarbeiter kam zu mir und sagte: Eugene, wir haben ein Riesenproblem. Etwas stimmte nicht. Ich hatte dieses Programm noch nie gesehen. Als ich es mir genauer ansah, fiel mir auf, dass die Datei ein halbes Megabyte groß ist. Viel größer als bei normaler Schadsoftware. Nach kurzer Zeit fanden die Experten heraus, wie Stuxnet in Computersysteme gelangte und sie manipulierte. Über sogenannte Zero-Day-Attacken. Diese Programme ermitteln zuvor unbekannte Sicherheitslücken im System. Unter Cyberkriminellen sind solche Schwachstellen bares Geld wert. Manche Angriffe richten sich gegen eine oder zwei Schwachstellen. Stuxnet griff mindestens vier an. Jemand war offensichtlich auf das ganz große Geld aus. Es war total verrückt. Wir sahen dieser wirklich großen Gefahr ins Auge. Aber sie war nicht gegen uns gerichtet. Die Vorgehensweise von Stuxnet ist folgende. Weltweit rätselten die Experten über Stuxnet. Die Datei war sehr groß, sehr kompakt und sehr seltsam. Sie enthielt diese merkwürdigen SPS-Reihungen. Und da fing es an, spannend zu werden. Diese SPS gehörten zu Gaspipelines, Autofabriken, Urananreicherungsanlagen. Das war kein Spiel mehr. Stuxnet durchforstete das globale Internet systematisch nach Schwachstellen in speicherprogrammierbaren Steuerungen. Symantec stellte derweil fest, dass die meisten Cyberattacken den Iran betrafen. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has reconfirmed his commitment to continuing Iran's nuclear program. Iran does not need world powers to complete its nuclear program, he said. The crowds responded with the traditional cries of death to America, death to the UK, and death to Israel. People waved placards. Ich begann, mich mit der politischen Situation im Iran zu beschäftigen. Damals beriet die Internationale Atomenergiebehörde gerade über Irans Atomprogramm. Ich habe mich dann jeden Tag auf dem Laufenden gehalten. Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people. But the size and configuration of this facility is inconsistent with a peaceful program. Vergangenen Dienstag besuchte Präsident Ahmadinejad die unterirdische Anlage zur Urananreicherung in Natanz. Er kündigte an, zusätzlich zu den 3000 vorhandenen Uranzentrifugen weitere 6000 installieren zu lassen. Bei der Analyse von Stuxnet stellte sich heraus, dass der Angriff eine bestimmte Anzahl von speicherprogrammierbaren Steuerungen treffen sollte. Sie entsprach exakt der Anzahl von Zentrifugen in Natanz. Ralf Langner befasst sich seit über 10 Jahren mit Sicherheitslücken in industriellen Kontrollsystemen. Schon früh dämmerte ihm, dass Stuxnet endgültig die Ära der Cyberwaffen einläuten würde. Die Anlage in Natanz ist mit Flugabwehrraketen gesichert. Die Zentrifugen selbst liegen 25 Meter tief unter der Erde.
Mit herkömmlichen Waffen kommt man da kaum ran. Mit Cyberwaffen wie Stuxnet schon eher. Es lag nahe, dass die Attacken von Stuxnet den Zentrifugen von Natanz galten. Aber wie lief der Angriff ab? Wir haben hier eine Software, um SPS zu programmieren. Das kontrollieren wir per Laptop. Experten rekonstruieren den Stuxnet-Angriff. Dazu infizieren sie die gleiche SPS, die in Natanz benutzt wurde, mit Schadsoftware. Dort übernahm die Schadsoftware das Ruder und änderte den Kurs. Wir werden jetzt die Abgabemenge der Pumpe verändern. Die Software verändert die Laufzeit der Pumpe. Jetzt infizieren wir das Gerät. In Natanz veränderte Stuxnet die Umdrehungsgeschwindigkeit der Uranzentrifugen. Eine Möglichkeit wäre gewesen, die Zentrifugen bis zur Explosion zu beschleunigen. Doch die Stuxnet-Programmierer waren noch gewiefter. Der Wurm beschleunigte die Zentrifugen zunächst und ließ sie dann immer langsamer werden, bis sie eine nach der anderen versagten. Der Angriff sollte sie nicht alle gleichzeitig zur Explosion bringen. Das wäre viel zu offensichtlich gewesen. Tatsächlich hatte der Iran durch die vorliegende Variante monatelang keinen Schimmer, was da in Natanz vor sich ging. Doch nachdem die Zentrifugen über Monate immer wieder versagten, dämmerte es den Iranern, dass sie Opfer einer gezielten Cyberattacke wurden. Die Elite der iranischen Atomwissenschaftler versuchte, Stuxnet zu bekämpfen. Jedoch ohne großen Erfolg. An Iranian university professor has been assassinated and another injured in separate bomb attacks in the capital Tehran. Beide Wissenschaftler sollen eine Einheit geleitet haben, die Stuxnet bekämpft. State TV quickly blamed Israel for the attacks. At least two other Iranian nuclear scientists have been killed in recent years in what Iran contends is part of a covert attempt by the West to damage its nuclear program. Als ich vom Tod des iranischen Atomwissenschaftlers hörte, wurde mir ganz schön mulmig. This did not make me feel very well. Langner schlussfolgerte, dass nur Israel und die USA die Kapazitäten und ein Motiv für die Erschaffung von Stuxnet hatten. Er befürchtete, durch seine Nachforschungen selbst in die Schusslinie des Cyberkriegs zu geraten. Aber letztlich, wenn mich jemand hätte töten oder meine Kinder entführen wollen, dann hätte er das doch sicherlich schon längst getan. Sowohl die USA als auch Israel streiten jegliche Verbindung zu Stuxnet ab. Angesichts der schwierigen Beweislage werden wir wohl nie erfahren, wer hinter dem Angriff steckte. Sie sagen, der Iran müsse im Zaum gehalten werden. Es gibt derzeit Berichte über die Störung von Zentrifugen in Natanz durch Stuxnet. Hat das dabei geholfen? Nur ja oder nein, bitte. Es freut mich zu hören, dass es dort Probleme mit den Zentrifugen gibt. Die USA und ihre Verbündeten werden alles tun, um ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das übertrifft alles bisher Dagewesene. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass Stuxnet so abgehen würde. So etwas hat es in der Geschichte noch nie gegeben.
experience on the record. And this also told us that nur ein Staat verfügt über solche Möglichkeiten. Das übersteigt die Fähigkeiten durchschnittlicher Hacker oder krimineller Banden bei weitem. So interessant und anspruchsvoll Stuxnet auch war, schließlich haben wir Tag und Nacht über den Datenreihen geschwitzt, sowas muss ich mir nicht noch einmal antun. I can firmly say it's something I don't ever want to see again. You know, single shots in history. Ganze Kriege wurden oftmals durch einen einzigen Schuss ausgelöst. Und wir haben keinerlei Ambitionen, in die Schusslinie zu geraten oder sonst irgendeine Rolle in einem solchen Krieg zu spielen. Da halten wir uns schön raus. I don't think we really want to take part in those types of activities. Bei Schadprogrammen geht es nicht nur um denjenigen, der sie ursprünglich entworfen hat, sondern auch um all jene Personen oder Gruppen, denen sie in die Hände fallen könnten. Das bleibt bei den Leuten hängen. Das ist ein Musterbeispiel, wie man Schwachstellen findet, Schadprogramme entwirft, sich einklingt, Rootkits einsetzt und die speicherprogrammierbare Steuerung manipuliert. Stuxnet läutet ein neues Zeitalter ein. Dieses Mal galt der Angriff der Urananreicherungsanlage in Natanz. Aber was ist das nächste Ziel? Eine Produktionsanlage in China? Der Bahnverkehr in Europa? Medikamentenhersteller in Kanada? Die Lebensmittelversorgung in Südamerika? Das amerikanische Stromnetz? Oder die städtische Wasserversorgung? Das ist der Brighton Dam, die Quelle der Wasserfilterungsanlage in Pawtuxet. Das sind 38 Milliarden Hektoliter Wasser, von denen täglich 2,5 Millionen verbraucht werden. Theoretisch lässt sich die Anlage mit einem einfachen USB-Stick hacken. Theoretisch könnte man ein Virus wie Stuxnet draufladen, steckt ihn hier rein und lässt das Virus auf die Prozesssteuerung los. Ist man erstmal im SPS, hat man freie Hand und kann alles kontrollieren. Ein- oder ausschalten, ganz wie man will. Die Dinger sollen schnell sein, umweltfreundlich und energieeffizient, aber nicht sicher. Die Sicherheit war nie ein Thema, weil es nie ein effektives Sicherheitskonzept gab. Und eben jene speicherprogrammierbaren Steuerungen kontrollieren unser ganzes Leben. Den Straßenverkehr, Krankenhäuser, Aufzüge, Zapfsäulen, Klär- und Bewässerungsanlagen, Lebensmittelverarbeitung. Und die Stromversorgung, von der alles abhängt. Wenn man die Stromversorgung kappt, bricht alles zusammen. Dann fällt man nicht auf den Stand von 1970 zurück, als es noch kein Internet gab, sondern eher auf den Stand von 1870. Da gab es noch nicht mal Strom. Nicht auszumalen, was das bedeuten würde. Ohne Strom herrscht Anarchie. Nach 6 bis 12 Stunden müsste man die Städte evakuieren. Ein finsteres Szenario. Die Netzwerke, von denen wir abhängig sind, haben den Abstand zwischen Angreifer und Opfer verringert. Was uns einst den Alltag erleichtern sollte, kann heute jederzeit als Waffe gegen uns gerichtet werden. Damit scheint mir die Büchse der Pandora endgültig geöffnet. Es gibt kein Zurück mehr. When it's open, it's not possible to close it.
Ich fürchte, wir werden bald weitere Varianten von Cyberangriffen und Sabotageakten erleben. Natürlich kann ich weder den Zeitpunkt vorhersagen, noch Täter oder Opfer benennen. Aber ich befürchte, dass Stuxnet ein guter Ideengeber für so einige Länder, Regierungen und ihre Gegner war. Erfahrungsgemäß handeln die USA erst, wenn man sie angreift. Dann folgt eine überharte Reaktion und ein paar Jahre später beruhigen sich die Gemüter wieder. So wird es auch mit der Cybersicherheit kommen. Man wird große Attacken gegen uns fahren, wir werden überreagieren und irgendwann finden wir dann einen gangbaren Weg. Wir stehen kurz vor einem Cyberwaffenwettrüsten. Viele Länder rüsten bereits eifrig auf. Wir sollten uns dringend jetzt schon über Friedensverträge für den Cyberspace Gedanken machen. Wir müssen versuchen, die Begeisterung für Cyberwaffen einzudämmen. Gerade im Hinblick auf die Fähigkeiten nichtstaatlicher Akteure auf diesem Gebiet müssen die Staaten so früh wie möglich über Lösungswege nachdenken. Je schneller wir begreifen, dass ein bevorstehender Angriff nicht zwingend von einem gegnerischen Land ausgeht, sondern von politisch motivierten Kriminellen oder Terroristen, desto schneller können wir auch darauf reagieren. Wie also wird es nach Stuxnet weitergehen? Werden Terrorregime, Diktatoren und kriminelle Gruppen Cyberwaffen wie Stuxnet einsetzen? Werden die Versorgungs- und Kommunikationsnetzwerke der Menschen in aller Welt unter Dauerfeuer kommen? Wir haben den Sündenfall in der Cyberwelt erlebt. Trotz aller bekannten Folgen hat jemand diesen Angriff ausgeführt. Wenn im Cyberspace alle Schranken fallen, dann sollten wir uns auf eine unbarmherzige Zeit gefasst machen.